Das sind Fans, das sind keine Hooligans. Und da in so einem vollen Zug zu sitzen von, weiß ich nicht, 500 Kreischenden, na gut, die kreischen nie wie die Mädels bei den Rockbands, sondern die kröllen dann eher. Und da das alles hautnah mitzuerleben, das war schon mal eine besondere Erfahrung. Wenn sie dann auch anfangen, noch einen Zug schaukeln zu lassen, also auf die eine Seite, auf die andere Seite springen, ja, da bist du schon mittendrin, wenn du das alles mal so erleben kannst, wie weit Exzess eigentlich gehen kann. Da habe ich sehr viele Sachen erlebt. Rebellion, na klar war das Rebellion. Deswegen ja auch diese große Feindschaft zwischen diesen beiden Berliner Vereinen. Wie gesagt, der Union war Arbeiterverein, also in Köpenick angesiedelt, ein Bezirk, wo ganz viel Industrie vorherrschend war und eine lange Tradition, glaube ich, schon aus den 20er Jahren oder noch länger dieser Sportclub angesiedelt ist und seine Anhängerschaft hat. Und BFC, also wie gesagt, der Stasi-Verein, da wurden alle Spieler aus der gesamten DDR aufgekauft, um den Verein immer so stark zu machen, dass er immer an Tabellenspitze stand und möglichst auch übergekaufte Schiedsrichter den ersten Platz behalten hat. Und dadurch ist natürlich nochmal so eine Hassgeschichte entstanden, also Arbeiter gegen Stasi und Volk gegen Macht. Und das war die Rebellion eigentlich. Wer rebellieren wollte, der ist zum Arbeiterverein gegangen. Und die, die den Krawall wollten, sind zur Stasi, zum Stasi-Verein gegangen, weil damit konnten sie am besten provozieren. Bei den Auswärtsspielen, Berlin war sowieso nicht gerade gern gesehen in der Provinz der Republik, weil immer bevorzugt behandelt, sei es in der Warenversorgung oder in anderen Geschichten. Und dann noch diese Stasi-Geschichte mit dem Verein von BFC. Also die mussten nur irgendwo in Chemnitz, in Leipzig, Dresden BFC brüllen und schon hatten sie alle gegen sich. Und das wollten sie natürlich auch, weil so ließ sich am besten die Keilerei provozieren. Also ehemals den Mund aufmachen und schon war alles in die Wege geleitet, was sie wollten. Und deswegen Rebellion, also die einen auf der Seite deswegen und die anderen auf der Seite deswegen. Also da knallte natürlich alles aufeinander und Mielke mochte die Leute, seine Fans, auch selbst seine Hooligans, weil das waren ja alles ordentliche Deutsche, die alle nur Arbeit nachgingen und deswegen hat er die auch größtenteils verteidigt. Also wenn da in Leipzig die Stasi kam, die Ortsstasi, und ein paar von den Jungs weggeheftet hat, dann kam die Berliner Stasi, zeigte ihre Klappkarten und dann kamen die alle wieder vom LKW runter und durften ins Stadion ziehen. Also so weit ging die Macht dann schon, also dass die ihr freies Spiel hatten. Also bei den Spielen war ich dann öfters mit denen im Zug unterwegs und habe dann auch mal im Abteil der Transportpolizei gesessen. Die kannten sie alle namentlich, die waren alle per Du mit den Bullen und ich kriegte dann mal ein Schlückchen von der Wodka- oder Weinbrandflasche ab und konnte dann mit der Transportpolizei da ein Schnäpschen trinken. Völlig irrwitzige Geschichten passiert letztendlich, aber da ist viel in den Büchern drin. Die Transportpolizei habe ich nicht fotografiert, weil die wollten das natürlich nicht, dass sie da die Schnapsflasche in der Hand hatten und aufs Foto kommen. Das waren Grenzen, die ich auch eingehalten habe. Also ich habe auch nicht unbedingt die Fotos gesucht bei den Hools, wo Faust aufs Auge trifft und Blut spritzt. Das war nicht meine Intention. Ich wollte schon Gewalt zeigen, aber wie gesagt, ich habe da Grenzen für mich selber empfunden und bin da auch eigentlich nie drüber weggegangen. Die hatte ich mir selber gesteckt und es reicht, Gewalt kann man in so einer Form zeigen oder in so einer Form zeigen, aber so voyeuristisch bin ich nicht veranlagt. Möchte ich auch nicht, werde ich auch nie sein und das ist so meine innere Sperre, die ich habe und die ich auch mir selber gesetzt habe und noch einhalte. Und das ist, glaube ich, auch gut so.